So, hier ist, das war gestern Abend hier alles voll auf der Straße. Das sah verrückt aus. Es waren hier alles voller Frösche. Heute sind ja nur noch ein paar hier, ne? Hier, guck mal, hier hüpfen sie überall. Darf ich die mal auf die Hand nehmen? Ja, wenn du den kriegst. Leg bitte dein Dino aus der Hand. Das ist ein Frosch, ne? So, wieder reinsetzen. Genau. Mal gucken, ob hier noch mehr. Da hüpft schon wieder einer. Hier ist alles voller Frösche. Hier auch. Also normalerweise müssten sie hier so ein Naturschutzgebiet machen. Weil das hier ein Frosch nach dem anderen ist hier. Da kann hier kaum noch richtig laufen. Da hüpft schon was. Aber gestern war hier alles voll. Ja. Gestern war hier alles voll gewesen. Und dann, das, was hier schwarz, das war schwarz, war das gewesen hier. Weil das so viele waren. Also alle tot. Guck mal, totgetreten. Totgefahren. Hier, alles totgefahren. Alle Frösche. Einige haben es doch überlebt. Ja. Zum Glück. Man müsste das eigentlich als Strafe machen, wenn einer einen überfährt. Ja, das sagt man der Polizei, das machen die nicht. Das ist gemein. Da müssen sie hier ein Schild aufstellen wegen Frösche. Egal wie klein. Darf man hier nicht lang fahren. Da ist noch einer. Ja, die kleinen Popalinis. Wo waren die? Hier waren die doch überall. Hier auch alles voll. Aber gestern war richtig extrem. Da war alles voll gewesen. Wo denn? Eine. Was würdest du denen denn für eine Strafe geben, wenn die einen Frosch überfahren? 20 Euro mindestens. 20 Euro müsst ihr dann zahlen, wenn ihr einen Frosch überfahrt. Und einen Strafzettel. Und einen Strafzettel. Oh, hier ist alles voll. Die ganze Schrebergärten hier unten, bei den Gärten dann, hier hinten. Da. Bei den Gärten hier hinten, da ist alles voll. Volle Frosche. Und gestern war das richtig. Also gestern Abend waren wir noch spazieren. Da. Da ist ein Frosch nach dem anderen. Da kommt zwei mit. Hier auch. Da kommt zwei mit. Ich glaube, in manchen Bundesgebieten gibt es das sogar, dass wenn Frösche ausschlüpfen, dass sie dann auch nicht langfahren dürfen. Ja. Es gibt sogar so eine Krabbenumzugsache. Da ist noch einer. Ja. Also ihr seht, das sind richtig viele. Hier ist, sie sind richtig geschlüpft. Aber gestern war die ganze Straße voll. Da ist wieder einer. Ja, hier, wo das jetzt nass ist, da kommen sie wieder. Gehen wir mal beim Teich lang, vielleicht finden wir dann. Na, da hüpfen die auch alle, da können sie ja. Da. Ja. Das ist gar nicht mal so einfach zu erkennen. Vor allem, weil die sehr, sehr dunkel sind. Pass auf, da kommt ein Auto. Geh mal bitte an die Seite. Wir dürfen normalerweise keine Autos langfahren, weil hier wirklich, wirklich Froschschlüpferei ist zum bestimmten. Oh, guck mal. Guckt euch das an, das sind überall welche. Hier. Fünf. Das ist. Ich habe insgesamt 5 gezählt. Das ist hier richtig da extrem. Das ist, die stehen, glaube ich, auch unter Naturschutz. Guck mal hier. 1, 2. Wieder 2. Das macht 7. Also, das ist... Wenn es heute noch mal regnet, dann könnt ihr euch das hier anschauen. Das ist auch einer. Oh Mann. Tut mir total leid, weil die so klein sind und überfahren werden. Ja, die können sich ja gar nicht wehren, ne? Ja, die wollen bloß rüber zum Teich. Ihr seht, die ist Schlüpfzeit hier jetzt. Hier ist alles voll. Und wenn man hier ist auch noch ein Teich, ne? Ja. Und ja. Ich glaube, dass da hier noch einer. Hier. Die schlüpfen jetzt alle hier. Hier. Ja. Der ist ganz hell. Ich glaube, das ist ein Weibchen. Also beim Teich können wir nicht ganz dran gehen. Da steht einer. Also ich glaube, der schwarze Fleck da ist auch nicht. Ich weiß es aber nicht. Also ich glaube, die werden bergauf hüpfen. Hier ist erstmal nichts. Hier ist erstmal gut. Nur bis zum Teilchen sind die. Hier ist ja auch noch ein bisschen Wasser. Aber ihr kommt ja, hier ist nicht so viele. Oh, guck mal, eine Amsel. Ja. Das ist ja auch niedlich, mal drauf zu haben. Mhm. Kleine Amsel. Vögel sind ja sowieso sehr schreckhaft. Aber alles voll nicht.
Ich weiß nicht, ob die bergauf hüpfen oder wieder bergab. Aber wenn es nochmal regnet, dann... Wenn es nochmal regnet, dann könnte man dann wieder welche sehen. Ja, das stimmt. Kommt dein Auto? Nein. Also mein Kind meint, es muss eine Strafe geben, für die Frösche überfahren. Na, ich finde auch, die müssten, die Naturschützer, die müssten hier was tun, wenn so eine Froschezeit ist, dass die wirklich hier die Autos nicht langfahren lassen. Dass ein bestimmter Monat, was haben wir jetzt? Juli. Ne, Juni haben wir noch, Juni. Dass der Juni und Anfang Juli keine Autos hier langfahren dürfen. Weil die alle überkarren hier.